schneller, weil wir ja die Thesen hier im Werk haben, die hier ein sehr seltenes Weichmineral in den Berg erzaubert haben, nämlich das Diadochit. Diadochit, das ist das Weiße, was wir hier in der mittleren Rolle sehen, was so ein bisschen wie Wasserfall runterkommt. Der Berg hat an seinem Meister im Stil getan. Warum hat er das getan? Damit er sich nicht auf die Finger klopft. Genau, praktisch hängt er rein, damit er sich nicht auf die Finger klopft. Doch noch keinem war es gelungen, ihr Angesicht zu erblicken. Eines Tages machten sich wiederum einige beherzte Männer auf die Suche nach der zauberhaften Fee. Sie waren schon viele Stunden vergebens durch enge Stollen und Gänge gelirrt. Endlich fanden sie eine große Halle im Gestein. Sie streckten die schmerzenden Rücken, setzten sich nieder und müde verzehrten sie ihr karges Mahl. Dabei stieß einer von ihnen an seine Grubenlampe und im Fallen erleuchtete sie die ganze Grotte. Die Männer sahen ganz hinten etwas unbeschreiblich Schönes, das schnell verschwand. Alle waren sich sicher, das konnte nur die Fee mit ihrem wunderschönen Haar gewesen sein. Die Bergleute erhoben sich, um näher zu treten. Die Fee war verschwunden. Doch an der gleichen Stelle stand ein Abglanz ihrer Schönheit. Die herrlichsten Tropfsteine, die in tausend Farben glänzten und glitzerten. Ein Wunder war geschehen. Und seit dieser Zeit nennt man diese Grotten die Feengrotten. Jetzt wieder weg, ne? Ja, das
mal direkt unterhalb des Meeres getrennt. Nach rechts geht die Elisabethlade dann noch ca. 2,5 Kilometer weiter. Und auch in diesem Teil wurde die künstlich angelegt. Hier versuchte man die nächste Arbeit zwischen 1616 und 1630. Die große Wasserstraße für das Haus Sonnenburg. Viele dieser Projekte wurden damals begonnen, viele davon wirklich vollendet. Unter anderem die Elisabethsaale, hier fehlen 7 Kilometer Altstrecke und 3 große Schleusenanlagen.